Grüß euch! Grüß euch! Hey, einen schönen Abend wünsche ich euch aus Istanbul. Wir melden uns schon aus unserem ersten kurzen Zwischenstopp. Kurz ist relativ. Es geht los. Erster Teil vom Vlog. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Bleibt dran. Stera findet es wieder lustig. Oder gar nicht. Nein. Lang haben wir geredet davon, jetzt ist es soweit. Auszeit, es geht los. Wir fliegen jetzt noch, wir sind gerade am Weg nach Nepal, haben jetzt den ersten Zwischenstopp eben in Istanbul und sind auf dem fucking menschenleeren Flughafen. Es ist echt nichts los. Und ja, wir suchen jetzt irgendwie seit 2 Stunden was zum Essen gefühlt. Haben jetzt gerade ein Bierchen getrunken und ja, hoffen, dass wir noch was finden. Und genau, ansonsten so. Ich werde euch jetzt noch nicht zu viel verzöhnen. Wir werden überall Stationen machen und werde euch immer up to date halten. Und ja, genau. Da ist irgendwie alles geschlossen. Irgendwie. Weiß nicht. Ist ein wenig schwierig. Naja, am Burger King haben wir schon entdeckt. Das ist sonst die absolute Notlösung. Aber es war halt nicht die Idee, dass wir zum Burger King gehen. Genau. Ansonsten haben wir es jetzt, keine Ahnung, 8 oder so. Der Flug geht um 1:30 weiter, Boarding ist um 12:30. Insofern werden wir uns jetzt die Zeit noch ein bisschen totschlagen und diese überdimensionierte Geschichte ein wenig ausnutzen. Aber irgendwie wird es ein wenig mühsam, glaube ich. Na gut, aber in 4 Stunden geht es weiter Richtung Nepal. Bleibt dran und wir sehen uns dann in Nepal. Bis später. Kommando zurück. Der Flughafen ist nicht ausgestorben. Wir haben nicht die Zaubertür nicht gefunden, die nicht angeschrieben war. Wir sind jetzt durch einen 2 Meter breiten Gang zu den Toiletten durchgegangen und jetzt sind wir einfach da, wo wir hin wollten die ganze Zeit. Aber gut. Jetzt suchen wir Kebab-Standl. Kebab! Da hinten gibt es Döner. Wer sucht, der findet. Passport, Covid-Test, sagt er. So, hallo. Boarding ist geschafft. Kathmandu, los geht's. 7 Stunden. Morgen Mittag sind wir in Kathmandu. Jetzt im Vorhinein haben sie voll gecheckt. Quasi Impfung, PCR-Test, alles im Vorhinein irgendwie. Auch schon in Wien, muss man dazu sagen. Der hat irgendwie gemeint, so streng sind sie nicht einmal in Tansania. Aber wird alles im Vorhinein gecheckt, super safe. Und ja, so weit, so unkompliziert, muss man sagen.
Ja, wir sind drinnen. So, wir haben es geschafft. Wir sind durch die Immigration, haben unser Zeug, alles planlos. Alles problemlos gelaufen. Mehr oder weniger unerwartet, eigentlich ziemlich geil. Ja, Reisen in Corona kann trotzdem so einfach sein. Ja, los geht's, Abenteuer Nepal zusammen. Hey, willkommen in Nepal. Thank you. Wir sind jetzt mittlerweile im Hotel eingecheckt. Alles gut gegangen, relativ unkompliziert. Kurz einmal ein wenig schräg irgendwie, weil sie uns beim Einchecken quasi, also bei der Immigration, so einen Home-Quarantine-Stempel draufgegeben haben. Und irgendwie erwähnt hat es irgendwie keiner, aber ausgeschlossen hat es auch keiner. Und irgendwie war es ein wenig komisch, aber jetzt bei der Rezeption und so habe gesagt, nein, alles easy, wenn wir geimpft sind. Kostet es, wir müssen jetzt am dritten Tag einen PCR-Test machen. Schauen wir mal, ob das dann tatsächlich was wird. Ja, wir haben jetzt gerade ein paar Nap gemacht, weil wir eigentlich ziemlich im Eimer sind. Und jetzt erkunden wir mal die Umgebung, holen sie mal ein Geld und schauen, dass wir mal was zum Essen herkriegen. Das ist wurscht. Lass mich überlegen, da müssen wir immer. Alarm. Normaler fucking Scheiß in Nepal, oder? Asien in a nutshell einfach. So gut. Alter, doch. Ich muss wieder mehr aufhören. Orange? No, it's okay. That's du. Enough. No, no, oh, no, no. Just two. Half, yes, half yes, them, yes, yes. Das ist so viel schön, ja. Thank you. Very good, oder? Ja, genau. So, und nachdem ich Tollwut geimpft bin, streiche ich die einfach hier durch. Genau, das ist absolut die weiseste Entscheidung. Instead of flag. Yeah. Have a seat, brother. It's more economic. And when we return, I show you one Himali kitchen. Yeah, it's a very good kitchen where you get Nepali dal bhat, you know, at the evening time. Dal bhat, dal bhat. Yeah. Oh, nice. Dinner, you know. Okay. I show you, okay? Thank you. Oh, lovely, thank you. What?
You guys need one. Looks so what are you filled with? This is meat. What's inside? Yeah, meat. Meat? Meat, yeah. Meat, onions, garlic, everything. Paste, you know? Perfect. Welcome to Nepal, würde ich sagen. Enjoy Nepal, guys. Yeah, they need a lot of clay pots for the tandoori. Yes, they collect the money. Ah, yeah. Okay. We have to go from there, very busy. Okay. Good AM, kids, nice. Thank you. Kathmandu market. Yes. Very busy market. Hey, Shane, what are you doing? Hi. Hello. Yeah. Afterwards, they listen our prayer, not God. After they pray, yes. Oh, right, okay. And they burn incense also, yeah? Okay. Wait, ich musste kurz ausführen. Ja, danke. Shiva Song. And this is the eldest one. Bhairab. You know Bhairab, yeah? Bhairab? Yeah. Okay. People born this for the inland people, you know? People that passed away, yeah? From the family members, yeah? Okay, so they fire up the candle and... Remember for this. That's why in the earthquake also, no damage done, you know, especially in the Kathmandu. But not the, a single one, yeah. No, there was a damage, but in the countryside, most of the damage, you know. Not a man you hate. Yeah. This old house, you know. Big boy. Yeah. Wow. Problem. Wow.
Was ist los? Wow. This is done by the masters. And it's all handcrafted. Yeah, handcrafted. With the gold ink. Beautiful carrot. It's impressive. Made by the yak hair, you know? Single piece yuck, of yuck, yak hair. Really? Yeah. Wow. Oh, Radharam Bhai! Yes. That's impressive. You guys have a seat. Thank you. You guys need a cup of tea? Black tea or milk tea? Okay, we have a 45 student and 10 master because now our student, because 2 years we have no classes. Yeah. Okay, we just open now, just we open our exposed gallery. Okay. Because we are soon in the festival time also. Yeah, we know. And this yeah. is our making courses, brother. This is about how we make ourselves and we scale.